Ich wollte schon lange mal nach Thailand. Das Land bietet eine einzigartige Mischung aus exotischer Natur, historischen Sehenswürdigkeiten und das Wichtigste, leckerem Streetfood. Jetzt haben wir die Chance, Thailand zu entdecken und unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Natürlich darf auch ein Roller-Adventure nicht fehlen. Taucht mit uns ein in die Kultur Thailands und folgt uns auf unserem Trip durch Bangkok, Chiang Mai und Phuket. Für uns geht's aber erstmal mit dem Flieger von Deutschland nach Bangkok. Hier schauen wir uns erstmal ein paar Tage die Stadt und einige der vielen Highlights an. Dazu gehört natürlich eine Bootsfahrt auf dem Chao Phraya, ein paar buddhistische Tempel mit goldenen Buddha-Statuen, die berühmte Khao San Road und nicht zuletzt die chillige Rooftop-Bar von unserem Hotel mit Blick über die ganze Stadt. Als nächstes wollen wir aber raus aus der Stadt und reisen dann weiter in den Norden. Unser nächstes Ziel ist Chiang Mai. Unser Plan ist, von hier aus eine Rollertour zu starten, die uns auf kurvigen Straßen durch die Berge führen soll. In Chiang Mai müssen wir uns erstmal auf die Suche nach einer Rollervermietung machen. Allerdings funktioniert der öffentliche Nahverkehr hier ganz anders als bei uns. Statt Bussen fahren hier nämlich einfach überall solche Pickups rum, wo man auf der Ladefläche Platz nehmen kann. Der Fahrer des sogenannten Songtev fährt dann im Prinzip wie ein Taxi an den Ort, zu dem man hin will. Es können unterwegs auch andere Leute einsteigen, falls deren Ziel mehr oder weniger auf der Route liegt. Klingt chaotisch, funktioniert komischerweise aber gefühlt besser als bei uns. Was zugegebenermaßen aber auch nicht schwer. Jedenfalls werden wir dann bei einem Rollerverleih fündig und wir suchen uns jeweils einen Roller nach dem eigenen Geschmack aus. Jeder bekommt dann noch einen perfekt passenden Helm und schon geht's los. Wir machen dann noch einen kurzen Tankstopp und einen groben Checkup und dann beginnt unsere Tour in die Berge. Unsere Fahrt endet relativ schnell und wir werden von der Polizei rausgezogen. Wir sollen unsere Führerscheine vorzeigen, die natürlich irgendwo ganz weit unten im Gepäck sind. Bis wir die Dokumente rausgekramt haben, will sie der Polizist gar nicht mehr sehen und lässt uns weiterfahren. Wir fahren weiter und verlassen das Stadtgebiet von Chiang Mai. Hier beginnt dann endlich der bergige und kurvige Teil der Fahrt. Vorher gibt es aber noch eine kleine Mittagspause. Wir sind inzwischen mitten in der Pampa, wo niemand mehr ein einziges Wort Englisch spricht. Also müssen wir einfach auf gut Glück irgendwas bestellen. Aber wir haben Glück und bekommen ein leckeres Mittagessen. Es geht weiter und das knapp 100 Kilometer lange Stückchen führt uns schön kurvig immer näher Richtung Phai, unserem Ziel für den Tag. Normalerweise bin ich immer mit meiner V-Strom unterwegs, doch obwohl die Roller nur einen Bruchteil der Leistung haben, macht die Fahrt wahnsinnig Spaß. Es ist irgendwie eine ganz andere Art zu reisen. Super entspannt und reduziert auf das Wesentliche. Falls ihr euch gefragt haben solltet, ob hier jeder Roller fährt, zumindest den typischen GS-Fahrer, gibt's ja auch. Die Straße führt uns über viele kleine Berge mit zum Teil wirklich schöner Aussicht. Natürlich gibt es noch das ein oder andere Päuschen, aber der Tag und die Fahrt ging relativ schnell rum und wir sind froh, dass wir mit den thailändischen Verkehrsregeln und dem Linksverkehr perfekt zurechtgekommen sind. Kurz darauf kommen wir schon bei unserer Unterkunft im Städtchen Phai an. So, wir sind jetzt hier in Phai angekommen und haben jetzt hier auch schon unsere Unterkunft so halb bezogen. Jetzt bewundern wir noch kurz die Aussicht hier aus unserem Bungalow. Natürlich müssen wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen und die Gegend erkunden. Was ziemlich cool ausschaut, sind die Reisfelder ganz in der Nähe von unserer Unterkunft.
Den Pai River schauen wir uns auch noch kurz an und dann geht's noch in die Stadt, um noch was zu essen und zu schauen, was wir am nächsten Tag noch so machen können. Pai ist bei Backpackern ein sehr beliebter Ort, denn hier gibt es ziemlich viele Sachen zu erleben. Von Aussichtspunkten über Wasserfälle, Höhlen, heißen Quellen und Trekking gibt's hier alles Mögliche zu entdecken. Wir buchen eine Rafting-Tour für den nächsten Tag und fuddern uns dann komplett durch die ganze Walking Street. Am nächsten Morgen startet dann unsere Rafting-Tour. Natürlich musste man mit dem Auto erstmal die ultrakurvigen Sträßchen bis zum Fluss fahren. Das hätte man sich eigentlich denken können und müssen. Habe ich aber nicht. Unser Tourguide und die Paddle Crew waren aber sehr cool und sehr witzig und so war es ein Wahnsinnserlebnis, auf dem Fluss die Stromschnellen runterzufahren. Heute ist der dritte von 5 Tagen von unserer Motorradtour. Wir sind immer noch hier in Pai und ja, schauen mal, ob es hier noch was zu frühstücken gibt. Dann packen wir unsere Sachen und dann fahren wir auch schon weiter. Wir müssen Pai auch schon wieder verlassen, auch wenn es uns schwerfällt, denn es ist wirklich sehr schön hier und man hätte sicher noch das ein oder andere Adventure hier erleben können. Trotzdem wollen wir uns vor unserer Abreise noch ein paar Highlights der Gegend anschauen. Eines davon ist der Pai Canyon. Doch bevor wir uns den Canyon anschauen, geht's noch schnell zum Love Strawberry, eine Art Café, das bekannt für seine Erdbeershakes ist. Natürlich wollen wir uns selbst ein Bild von der Qualität der Shakes machen. We get one of the strawberry shake, one and one coffee. Uns hat es auf jeden Fall geschmeckt und somit geht's dann weiter zum Pai Canyon. Während dieser Fahrt wird mir dann auch klar, warum es praktisch sein kann, mit der linken Hand nicht kuppeln zu müssen. So, wir machen jetzt mal einen kurzen Zwischenstopp beim Grand Canyon in Pai. Schauen uns mal an, was das ist. Schauen wir mal, was wir jetzt erstmal 1000 Treppenstufen hoch. Okay, es ist nicht der Grand Canyon, aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Der Pai Canyon besteht aus lauter schmalen, hohen Felswegen, über die man balancieren muss. Um herauszufinden, wohin uns der Weg führt, folgen wir ihm bis zur nächsten Herausforderung. Bei gefühlten 50 Grad gibt es erstmal ein bisschen Kletter-Action. Nachdem wir uns mit den riesigen Rucksäcken durch den Felsspalt gequetscht haben, gibt es dann endlich den verdienten Ausblick. Zurück an unseren Rollern geht es dann für uns so richtig los, da wir noch ein ganzes Stück vor uns haben. Wir wollen schließlich den kompletten Meihong Song Loop in 5 Tagen schaffen. Vorher wird nochmal kurz getankt. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Der Sprit kostet hier nur ungefähr 1 Euro pro Liter. Zusammen mit dem minimalistischen Verbrauch von ca. 2 Liter auf 100 Kilometer ergeben sich Kosten, von denen man als Motorradfahrer nur träumen kann. Wir sind back on the road. Von hier aus haben wir eine entspannte Strecke von 110 Kilometer bis nach Meihong Son vor uns. Unser Weg führt uns durch die Shan Hills, einem Gebirge, was sich von Myanmar bis in den Norden Thailands erstreckt. Der höchste Gipfel des Gebirges hat fast 2700 Meter, allerdings liegt dieser nicht auf unserer Strecke. Die Straße ist schön kurvig und zum Teil auch recht steil. So müssen unsere Motoren manchmal ausgepresst werden wie eine Zitrone, um auch noch das letzte PS rauszuholen. Wir kommen auch immer wieder an tollen Aussichtspunkten vorbei, wo man oft auf andere Touristen stößt. Ein Highlight an einem der Aussichtspunkte war eine ziemlich verrückte Art von Schaukel. Ja, ne? Ja. Ach, das ist festgekettet. Ah, schade. Ich hoffe, ich werde ihn nicht überfahren.
Zum Abschluss gibt es noch ein obligatorisches Selfie und die Reise geht weiter. Unser nächstes Ziel ist die Namlot Cave, eine der beeindruckendsten Höhlen Thailands. Vorher müssen wir nur noch einen weiteren Teil der wunderbar kurvigen und mit Serpentinen gespickten Strecke hinter uns bringen. Ja, da parken wir direkt ganz vorne. Der Höhleneingang ist jedenfalls noch eine kleine Herausforderung, da man hier limboartig unter einem recht tief hängenden Felsen hindurch muss. Um die Höhle betreten zu dürfen, brauchen wir einen Guide, in unserem Fall eine ältere Frau, die sogar eine stilechte Petroleumlampe dabei hat. Zu Fuß kommt man zumindest nicht ohne weiteres in das Innere der Höhle. Stattdessen beginnt die Höhlenerkundung per Floß. Hier gibt es einen riesigen Raum, wo es Tropfsteine und natürlich Fledermäuse gibt. Die gesamte Höhle ist 1600 Meter lang, allerdings geht die Führung nur durch einen kleinen Teil davon, der oberhalb der Wasserlinie liegt. Die Tropfsteine ähneln mit etwas Fantasie zum Teil auch Tieren. So schön die Höhle auch ist, irgendwie freut man sich dann auch, wenn man wieder draußen im Hellen ist. So schwingen wir uns wieder auf unsere Roller und die Fahrt geht weiter. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft, die wir uns für den Tag vorgenommen haben. Es sind noch ca. 75 Kilometer. Allerdings kommt man bei den teils sehr kurvigen Straßen auch nicht ganz so schnell voran. Die ganze Fahrerei und das Erkunden der Höhle machen auch hungrig. Also schauen wir bei einem der Straßenstände, ob wir was Leckeres finden. So richtig fündig werden wir allerdings nicht, also beschließen wir weiterzufahren. Noch ein letztes Selfie und die restlichen paar Kilometer werden abgespult. In Thailand ist übrigens Linksverkehr. Da das Rechtsfahren aber so dermaßen tief im Unterbewusstsein verankert ist, vergisst man das schon mal. Zum Glück haben wir aber fast immer dran gedacht und wir fahren die schönen kurvige und teils auch ziemlich steilen Straßen weiter bergauf und bergab. Unsere Roller müssen schon wieder durch die Hölle und uns mit Vollgas die steilen Berge hochschieben. Ich finde es jedenfalls witzig und genieße die Fahrt. Auch wenn man natürlich viel weniger Power als auf einem richtigen Motorrad hat, kommen wir insgesamt aber überraschend gut voran und haben vielleicht sogar noch mehr Spaß. Die Zeit bis Mayong Son geht jedenfalls schnell rum und wir kommen pünktlich zum Sonnenuntergang an unserem Etappenziel an. So, wir haben es jetzt nach Mayong Son geschafft und jetzt müssen wir erstmal die Grundbedürfnisse befriedigen. Zufälligerweise ist hier auch gerade ein Fest, deswegen holen wir uns jetzt mal ein bisschen was zu essen. Das Schöne an den Straßenfesten ist, dass es immer unzählige Fressbuden mit lauter verrückten Sachen gibt, von denen man nie so genau weiß, was es ist, wie es schmeckt und ob unsere Mägen und die Psyche es verkraften. Die Gerichte und Snacks waren aber durchgängig lecker und somit hat das Straßenfest diesen schönen Tag perfekt abgerundet. Wir haben jetzt hier gerade einen Stand gefunden, wir machen uns Partei und wir genießen jetzt den Sonnenuntergang. Zeig mir her. Halt fest. Und? Will ich doch mal kosten. Heute ist schon der vierte und vorletzte Tag unserer Rollerreise. Wir haben heute ein ziemlich langes Stück vor uns, deswegen müssen wir uns nicht zu lange abchillen. Deswegen schwingen wir uns jetzt mal auf unseren Roller und fahren los. Wir sind hier. Okay. Und müssen jetzt quasi bis hier runterfahren. Dann machen wir dann halt bei den Wasserfällen. Und dann fahren wir hoffentlich bis hier hin. Angeblich kann man hier schöne Sonnenuntergänge anschauen, also bin ganz bisschen beeilt. Das ist noch was.
ich dachte mir mal, ich gebe mal einen kurzen Überblick über das Moped hier, weil vielleicht manche gar nicht wissen, wie das funktioniert. Wie man sieht, gibt es hier keine Kupplung und es ist aber trotzdem ein manuell schaltbarer Roller. Also wie man sieht hier, man hat hier Gänge und hier ist ein Ganghebel und hier unten kann man die Gänge auswählen, genau wie beim richtigen Motorrad. Das heißt, wenn ich hier drauf sapp, kann man da die Gänge durchschalten. Genau, und normalerweise beim Moped müsste man ja sozusagen hier von unten mit seinem Fuß hochziehen. Und da man aber in solchen Ländern hier gerne mit Flipflops fährt, hat man einfach hinten auch nochmal so einen Hebel drauf gemacht. Das heißt, hier schaltet man dann wieder runter. Das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Man kann zwar hier die Gänge manuell wählen, aber man hat ja wie gesagt keine Kupplung. Und das funktioniert einfach mit einer Fliehkraftkupplung. Ziemlich cool. Wir folgen der einzigen Straße weit und breit. Diese Strecke führt uns weiterhin schön kurvig durch den bergigen Norden des Landes. Die meiste Zeit sieht man links und rechts der Straße nur Dschungel. Aber nicht immer. So, wir sind mal wieder an einem der zahlreichen Aussichtspunkte angekommen. Und jetzt schauen wir uns die Aussicht doch mal ein bisschen genauer an. Mit unseren 8 PS ballern wir die Landstraße entlang und kommen gut voran. Unser nächstes Ziel ist eigentlich der Wasserfall aus dem Reiseführer. Vorher gibt's aber noch was zu essen. Und jetzt gibt's erstmal eine Stärkung. So, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte der Strecke schon angekommen. Wir sind jetzt im Kuhlendorf. Und wir haben jetzt hier einen coolen Straßenstand entdeckt, wo wir uns erstmal einen kleinen Snack holen. Es gab allerdings leider keine englische Karte, deswegen mussten wir mit Händen und Füßen kommunizieren. Aber ja, schauen wir mal, dass wir es bekommen. Schaut mal unser gutes Essen an. Da stürzen wir uns jetzt drauf. So, wir sind jetzt hier angekommen und wenn mich meine Teilkenntnisse nicht täuschen, geht es da zu einem Wasserfall. Jetzt schauen wir uns das mal an. So, wir sind jetzt am Wasserfall angekommen. Ich meine, der Weg ist leider nicht so versperrt. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Man hört zumindest schon mal was rauschen. Der Wasserfall ist dann doch kleiner als gedacht. Der ganze Ort sieht irgendwie seltsam und verlassen aus. Der Weg hört dann auch abrupt am Fluss auf. Jedenfalls geht es nicht weiter, also entscheiden wir uns, zu unseren Rollern zurückzukehren und weiterzufahren. Allerdings mache ich unterwegs noch eine coole Entdeckung. Oh. Naja. Oh oh, Roller springt nicht mehr an. Oh. Mein zuverlässiger Suzuki-Roller lässt mich nicht im Stich und springt dann doch noch brav an. Dann geht's weiter mit fast Lichtgeschwindigkeit in Richtung von unserem Tagesziel. Wir machen unterwegs noch eine kurze Pause bei der Kyulon-Brücke, um ein bisschen Beine auszustrecken und die Aussicht zu genießen. Inzwischen haben wir schon so dermaßen viele Aussichtspunkte angeschaut, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren wollen und deshalb gleich weiterfahren.
Die Strecke, die wir heute fahren wollen, sind fast 200 Kilometer. Mit den Rollern und den kurvigen Sträßchen ist das schon eine kleine Herausforderung. Und? Sind wir richtig? Unterwegs gibt es auch immer wieder verrückte Sachen zu sehen, wie eine Kuhherde, die mitten auf der Straße rumläuft, oder eine halb weggespülte Straße. So, jetzt ist es auch schon recht spät am Nachmittag. Wir machen jetzt eine kurze Pause und essen erstmal ein bisschen was. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Ob wir erst auf den Doi Internon gehen, das ist ein ziemlich hoher Berg hier in der Gegend, oder jetzt erstmal ein Hotel suchen und zusammen überlegen. Aber jetzt bestellen wir erstmal was zu essen. So, wir haben jetzt was gegessen und jetzt fahren wir mal Richtung Doi Inaton. Das ist der höchste Berg hier in der Gegend. Ich glaube, der höchste Berg Thailands sogar. Und bevor wir da aber hoch können, wollen wir uns erstmal noch eine Unterkunft sichern. Muss ich das mal sonst ohne Hotel darstellen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass genau in der Woche irgendeine Art Ferien waren, sodass der Ort fast komplett ausgebucht war und wir deshalb von Hotel zu Hotel geschickt wurden. Also hier sind die voll, aber ich meine, wir sollen mal da oben. Echt? Okay. Da drüben meinst du? Ja. Also wir haben wohl eine Unterkunft gefunden. Das sind hier so lustige Zelte scheinbar. Schauen wir uns mal an, was hier funktioniert. Haben wir die 10? Ja. Sehr witzig. Cool. Ziemlich geräumig. Mit Strom. Hat aber 1200 Euro gekostet. Bad gekostet. Echt? Boah. Deswegen steht auch VIP da dran. So ultra viel kann man jetzt in einem Zelt auch wieder nicht machen, deswegen nutzen wir die Zeit einfach zum Chillen. Immerhin haben wir ein bisschen Aussicht aus unserem VIP-Zelt und so können wir schon mal die Zeit nach unserem irren Rollertrip planen. So, wir schreiben den 5. und letzten Tag von unserer Tour. Man sieht, das Wetter ist nicht so toll heute. Mal schauen, ob das noch ein bisschen aufklart oder nicht. Sonst wird es ziemlich nass. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen frühstücken. So, schifft leider immer noch ein bisschen. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir weitermachen. Was denkst du? Wenn hier so schlechtes Wetter ist, dann schauen wir mal nach einem schönen Hotel im Süden von Thailand. So, also wir sind wieder aufgerüttelt und ja, das Wetter ist irgendwie immer noch nicht so richtig toll. Zumindest regnet es nicht. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir fahren jetzt erstmal kurz zu dem Wasserfall da hinten und schauen uns den erstmal an. Vielleicht wird das Wetter bis dahin wieder ein bisschen besser und vielleicht macht es dann Sinn, dann doch noch auf den Doi Inaton raufzufahren. Das wäre schon ziemlich cool. Wenn es halt so neblig ist, dann macht es halt wenig Sinn, weil dann sieht man einfach nichts. Naja, schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal dann zum Wasserfall. Boah. Springt an wieder eins. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Alter Schwede. Oh, was ist Rutschig. Oh, jetzt ist was auf die Füße gehauen. Den großen Wasserfall, den man von unserem VIP-Zelt aus sehen konnte, entdecken wir leider nicht. Dafür immerhin diesen kleinen hier.
Da wir hier jetzt alles gesehen haben, beschließen wir mal wieder weiterzufahren und einen Nature Trail in der Nähe zu besuchen. Tja, wir wollten jetzt ja hier noch so einen Nature Trail anschauen, aber der scheint irgendwie geschlossen zu sein. Sollen wir auf den Deu-Internon rauf? Was sagt denn der Wetterbericht? Man weiß es nicht noch. Nee. Man, es könnte theoretisch über den Bergen drüber sein. Okay, also wir versuchen es jetzt doch nochmal mit dem Deu-Internon. Nachdem das jetzt hier geschlossen ist und ja. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Wetter oben passt. So, wir sind jetzt unten am Eingang sozusagen zum Deu-Internon. Wir haben uns noch Tickets gekauft für geschlagene 320 Baht. Ganz schön teuer. Jetzt hoffen wir, dass wir oben gutes Wetter erwischen. Man sieht fast gar nichts und die Ron hat überhaupt gar keine Leistung mehr. Doch, nein. Nur noch ein bisschen verpasst. So, wir sind offiziell am höchsten Punkt. Und? Also wir haben uns jetzt hier hochgequält, aber leider sieht man nichts. Alles ist im Nebel. Aber dafür gibt es hier einen schönen Wald. Genau. Schauen wir mal noch ganz bis zum Gipfel rauf. Vielleicht gibt es da noch eine positive Überraschung. Wie viele höchste Spots in Thailand? Wahnsinn. Oh, ich krieg schon kaum noch Luft, wenn wir so weit oben sind. 2565 Meter. Du musst dich da hinstellen. So, also das ist jetzt, glaube ich, jetzt wirklich der offiziell höchste Spot in Thailand. So, ich glaube, jetzt haben wir uns hier oben ausgekauft. So eine richtige Aussicht gab es leider nicht zu sehen. Kaffee wäre jetzt gut, oder? So, schauen wir mal an. Vielleicht klärt es ja noch auf dabei. Ja. Okay, also wir haben jetzt alles gesehen, was man hier sehen konnte. Und Kaffee getrunken. Kaffee haben wir auch noch einen getrunken. Ja, war schön warm. Ja. Es hat ja nur 10 Grad hier oben. Jetzt ist die Hand auch wieder aufgetaut. Jetzt können wir bergab auch wieder bremsen. Nachdem wir den höchsten Berg Thailands mit Rollern bezwungen haben, entschließen wir erstmal irgendwas zu essen zu kaufen. Damit es nicht langweilig wird, kaufen wir an einem Straßenstand eine uns unbekannte, aber lecker aussehende Frucht. Ich weiß nicht, ob es mit oder ohne Schale ist. Oder nur das zu innen. Ich denke, das ist der Kern. Das ist ein Kern? Das ist ja verrückt. Das sind diese Steinzeitmenschen. Wieso? Wenn ich wissen, wie das essen muss. Die Frucht von eben hat uns nicht umgebracht und unser Rollertrip geht weiter. Was war das? Wir kommen langsam aus dem verregneten Teil der Berge raus und das Wetter wird besser. Unsere Roller pfeifen schon wieder aus dem letzten Loch, als es die steilen Berge hochgeht. Was in meinem Roller ultra praktisch ist, ist der kleine Korb, der vorne befestigt ist. Da kann man seinen ganzen Schrott mehr oder weniger sicher transportieren. Zumindest solange keine heftigen Bodenwellen kommen. Heute haben wir nur noch 100 Kilometer vor uns. Es geht wieder vorbei an riesigen Löchern in der Straße, an Wasserbüffeln und manchmal gibt's auch gute Aussicht. Zwischendurch muss ich auch einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen. Was machst du? Nach diesem kurzen Offroad-Ausflug sehen wir sogar ein paar Elefanten auf der Straße spazieren.
In dieser Gegend gibt es einige Elefanten-Sanctuaries. Vermutlich waren die Elefanten von einem dieser Orte. Der Letzte. So, sind noch ein bisschen über eine Stunde zurück bis nach Chiang Mai. Es kommt noch ein bisschen kurviger Teil und danach geht es aber eigentlich nur geradeaus. So, kurz vor dem Ziel fängt es nochmal an, richtig zu schürfen. Das war ja klar. So, wir haben es gerade noch rechtzeitig zum Motorrad mal einen zurückgeschafft. So, wir haben jetzt gerade die Rolle abgegeben. Das heißt, der Teil mit dem Motorradfahren ist zu Ende. Das Video ist allerdings noch nicht zu Ende, weil wir fahren jetzt zu unserem nächsten Ziel. Und zwar gehen wir die nächsten 3 Tage eine Trekking-Tour machen. Da fahren wir jetzt zum Veranstalter und melden uns da an. Okay, also. So, wir starten jetzt heute unsere 3-tägige Trekking-Tour. Wir sind schon losgefahren, wir wurden abgeholt von so einem kleinen Truck. Und jetzt haben wir unseren ersten Zwischenstopp hier am Local Market. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, was es so gibt. Hier gibt es echt die verrücktesten Sachen. Getrockneten Fisch. Getrockneten Fisch. Schnecken habe ich schon gesehen. Ja. Alles Mögliche. Dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Tolles Zeug. Nach dem Besuch auf dem Markt geht es mit dem Pickup durch die Berge zu unserem zweiten Zwischenstopp. So, wir sind jetzt bei unserem nächsten Ziel angekommen, zum Fuller Wasserfall. Beim Mittagessen hat unser Guide dann einen kleinen Partytrick aus dem Hut gezaubert. What please? Hey, let's chicken. Den Käfer hat dann doch keiner von uns verspeist und so geht es dann an den Startpunkt von unserer Wanderung. Wir sind inzwischen wieder in den Bergen mitten im Dschungel. Lustigerweise ganz in der Nähe von der Strecke, wo wir vorher mit unseren Rollern vorbeigefahren sind. So, jetzt beginnt der Wanderpart hier. Ich laufe jetzt so einen Trail hier entlang. Für 2 Stunden scheinbar. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wir haben wie immer viel zu viel Gear dabei. Es geht ständig steil bergauf und bergab. Und durch die Hitze und Luftfeuchtigkeit schwitzt man wie ein Schwein. Dafür freuen wir uns umso mehr über die Ankunft im Dorf. So, jetzt sind wir schon fast am Dorf angekommen. Sieht ziemlich idyllisch aus und auch mega abgelegen. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden hier rumgewandert durch den Wald. Ja. Jetzt sind wir da. Untergebracht sind wir bei einer netten Gastfamilie im Dorf. Die Leute hier leben sehr einfach in Holzhütten. Zwar mit toller Aussicht und super idyllisch, mit schönen Reisterrassen außenrum und ohne Verkehrslärm, aber auch ohne Strom und Wasser. Es gibt aber trotzdem den Luxus einer Dusche, die durch schön frisches Bergwasser gespeist wird. Geschlafen wird im Schlafsaal unter ebenfalls einfachen Bedingungen. Nichts für Prinzessinnen auf der Erbse. Dafür werden wir mit super leckerem Thai-Food zum Abendessen verwöhnt, das nach der Wanderung noch leckerer schmeckt. Es bleibt noch ein bisschen Zeit zum Kennenlernen und zum Ratschen mit der Gruppe, dann ist auch schon Zeit zum Schlafen. Also wir sind jetzt heute früh so um 7 aufgewacht. Wir haben heute Nacht
so einem Homestay übernachtet von den Karen. Das ist der Hill Tribe, der hier wohnt. Eigentlich war die Nacht ganz gut. Wir haben mit allen anderen zusammen auf 10 Quadratmetern geschlafen. Aber ich habe erstaunlich gut geschlafen. Genau, und jetzt machen wir einen Spaziergang durch den Ort hier. Und danach gibt's Frühstück und dann geht die Jungle Tracking Tour weiter. Wir spazieren noch ein bisschen durch das Dorf und schauen uns um. Allerdings geht es kurz darauf nach dem Frühstück schon wieder weiter. So, unsere erste Nacht hier im Karrendorf ist zu Ende. Wir fahren dann jetzt zum nächsten Dorf. Das heißt, unsere stille Prozession hier wandert weiter. Diesmal ist der Weg viel leichter zu gehen und zwischendurch gibt es immer mal wieder coole Survival-Tricks von unserem Guide. Alle paar Meter findet ihr irgendwelche Snacks, die man nur von den Bäumen pflücken oder ausbuddeln muss, was echt interessant ist und auf der Tour keine Langeweile aufkommen lässt. Besonders interessant wird's, als der Fokus auf essbare Insekten fällt. For lunch. For lunch. Not for our lunch. This is good protein. But will you fry them or? Yeah, we'll fry. Yeah. Fry. Okay. Done. Okay then. It's a different story. Also, wir sind gerade auf Nahrungssuche. Wir packen alles ein an Würmern und Käfern, damit wir später ein Mittagessen haben. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich habe schon ein bisschen Angst. Aber wir frittieren es, glaube ich, vorher noch. Das ist das Gute. Das ist Kochen. Das frittieren wir in ihrer Liebe. Ja. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ist, dass uns der Guide nur verarscht hat. Hier noch ein cooler Bushcraft-Trick. Was wir hier sehen, ist so eine Art Blasrohr. Das Teil hätte ich früher in der Schule gebrauchen können. Bei unserer Wanderung durch den Dschungel entdecken wir lauter Tiere, die es bei uns so nicht gibt. Bei manchen bin ich allerdings froh, dass es sie bei uns nicht gibt. Fertig? Warte. So, jetzt. Oh, ist der riesig. Der hat ganz schön Kraft. Wasserbüffel gibt es natürlich auch, wobei die Büffel so gut wie immer irgendwelchen Leuten gehören. Gegen Mittag kommen wir im zweiten Dorf an. Hier gibt es Mittagessen und eins der Highlights der Wanderung. Es gibt einen Elefanten zu sehen. Der Elefant war anscheinend schon mega hungrig, deswegen wird er von uns erstmal so richtig gefüttert. Wie uns erzählt wird, soll es wohl Glück bringen, unter dem Elefanten durchzukrabbeln. Also lassen wir diese Chance nicht ungenutzt. Es war jedenfalls eine fantastische Experience, einen Elefanten mal so nah zu sehen und ihn füttern zu können. Aber wir müssen uns trotzdem recht bald wieder von ihm verabschieden. Denn als nächstes gibt's eine Rafting-Tour auf einem Bambusfloß. Unsere Rucksäcke werden vorne am Floß verstaut, damit sie trocken bleiben. Und dann geht die wilde Fahrt los. Naja, so ultra wild wird's zum Glück nicht. Unser Guide hätte wahrscheinlich auch mehr Action vertragen können, deswegen fängt er parallel zum Steuern des Floßes auch noch mit Fliegenfischen an. Dann gibt's aber doch noch einen Moment, als bei allen der Adrenalinpegel in die Höhe schießt. Oh, 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 oh.
Banana. Gott sei Dank sind wir vorhin noch unter dem Elefanten durchgegangen. Und so kommen wir alle heil und ohne Schlangenbisse im Dorf an. So, unsere Rafting-Tour ist jetzt zu Ende. Jetzt sind wir am nächsten Dorf angekommen. Und ich glaube, dass wir hier auch übernachten. Das war jedenfalls ziemlich cool. Wir wurden fast von einer King Cobra umgebracht. Wir konnten es gerade noch so überleben. So, jetzt bin ich gespannt auf unseren Homestay. Wir haben Wanderschlappen an. Das ist so ein Hindernisparcours hier. Oh. So, schauen wir uns das mal um. Auch heute läuft es wieder recht ähnlich ab wie am Tag zuvor. Ausruhen, Schlafplatz fertig machen, ein bisschen durchs Dorf latschen, Abendessen und den restlichen Abend chillen wir dann entspannt am Feuer. Also heute ist unser letzter Tag unserer dreitägigen Dschungel-Tracking-Tour. Heute Nacht haben wir in dem Dorf von den Lahu übernachtet, so heißt der Stamm, der hier lebt. Und war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und jetzt müssen wir noch mal 2 Stunden wandern. Und dann haben wir es geschafft, den Anspruch mental. Ich glaube, danach gehen wir noch auf eine Schmetterlingsfarm oder eine Orchidee. Eins von beiden. Ja, soweit, so gut. Dann geht der Gewaltmarsch so richtig los. Es geht bei entsprechenden Temperaturen und mit dem schweren Gepäck wieder die Berge rauf und runter, sodass man ordentlich ins Schwitzen kommt und keine Stelle am T-Shirt trocken bleibt. Unser Weg führt uns sogar durch eine kleine Bananenplantage, bevor wir dann an der letzten Station der Tour ankommen. Hier gibt's nochmal leckeres Essen und dann beginnt die Reise zurück nach Chiang Mai. Kurz vor Ende der Fahrt machen wir aber noch eine kurze Pause bei einem Orchideen-Schmetterlingsgarten. Hier gibt es Orchideen und Schmetterlinge. Den Kollegen hier fand ich besonders beeindruckend. Je nachdem, aus welchem Winkel man auf die Flügel geschaut hat, war ein blauer Fleck zu sehen oder auch nicht. Von hier aus geht's dann zurück nach Chiang Mai, von wo aus wir dann in den Süden von Thailand nach Phuket reisen, da wir noch für ein paar Tage ans Meer wollten. So, wir sind jetzt hier gerade in Phuket am Flughafen angekommen und jetzt versuchen wir uns erstmal einen fahrbaren Untersatz zu holen, damit wir zu unserem Hotel kommen. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo was gibt. Unser Urlaub mit einem Tag heißt den Abenteuer. So, wir haben uns jetzt einen Roller gemietet. Wir haben mega rumgegeizt, deswegen haben wir nur einen einzigen Roller für uns beide. Und jetzt müssen wir halt unseren ganzen Schrott mit einem einzigen Roller transportieren. Und der ist ungefähr so groß. Von hier aus geht's für circa eine Stunde mit dem Roller nach Khao Lak, wo wir eine fantastische Unterkunft direkt am Meer haben. So, wir sind jetzt in unserem Khao Lak Paradise Resort angekommen. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Es regnet momentan ein bisschen. Aber es macht nichts, weil es ja trotzdem 30 Grad. Wir chillen dann ein bisschen am Strand und genießen den Sonnenuntergang. Ja, und sehr viel mehr als am Strand chillen, essen und schwimmen haben wir die ganze Woche auch nicht gemacht. Also gibt es nicht so viel zu zeigen. Es gab zwar ein paar verregnete Tage, aber so ist es halt, wenn man in der Off-Season unterwegs ist. Wir haben das Beste draus gemacht und hatten insgesamt eine sehr schöne Zeit. So, heute ist auch schon unser letzter Tag hier im Paradise Resort in Khao Lak. Wir haben jetzt gerade schon ausgecheckt und jetzt warten wir auf den Veranstalter, der uns jetzt hier hoffentlich demnächst abholt. Und dann fahren wir mit dem Boot auf die Suri Islands. Ah,
fahren jetzt auf die Surin Islands. Die sind bekannt dafür, dass sie gute Schnorchel-Locations haben. Wir hoffen, dass wir ein paar Schildkröten sehen können, schöne Fische, vielleicht ein paar Delfine. Und genau, wir lassen uns überraschen. Die Surin Islands sind ein Archipel und liegen ca. 55 Kilometer vom Festland entfernt. Das Schiff hat relativ viel Druck und schafft die Strecke in ungefähr einer Stunde. Am Archipel angekommen gibt es dann auch schon einen ersten Vorgeschmack auf die wunderschönen Sandstrände. Aber es geht erstmal mit ein bisschen Schnorchel-Action los. Dann werden wir alle auf die Longtail-Boote verfrachtet und auf die Insel geschippert. Die Inseln sind alle ziemlich klein, es gibt keine Straßen oder Autos. Trotzdem leben hier Menschen als sogenannte Seenomaden. Sie leben hauptsächlich vom Fischfang und von Meeresfrüchten. Angeblich haben sich sogar die Augen der Seenomaden durch das ständige Tauchen an das Wasser angepasst und können dadurch unter Wasser besser sehen. Wir haben ein bisschen Zeit, um durch das Dorf zu laufen. Dann geht's auch schon weiter zur nächsten Insel. Hier gibt's dann Mittagessen und man hat noch ein bisschen Zeit, an dem traumhaften Sandstrand zu chillen. Wir beobachten noch ein paar kleine Einsiedlerkrebse und dann geht's auch schon weiter zu unserem nächsten Schnorchelstopp und direkt darauf mit dem Speedboot wieder zurück. So, heute geht's nach Phuket. Wir haben unsere Motorradsachen schon an und auf geht's. Unser letztes Highlight ist in der Nähe von Phuket. Wir wollen ein Elefanten-Sanctuary besuchen. Hier wurden Elefanten aus der Gefangenschaft gerettet und werden dann unter relativ guten Bedingungen, genügend Platz und ohne Tierquälerei gehalten. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Elefanten-Sanctuary. Wir haben gerade versucht auszuchecken, aber leider war keiner an der Rezeption. Wir haben jetzt einfach ein paar Sachen da gelassen und hoffen, dass wir nicht mal auf der Arbeit zurückkommen. Genau, und jetzt gehen wir die Elefanten besuchen. Sind natürlich wie immer schon wieder zu spät dran, aber that's my life. Deswegen geben wir jetzt einfach mehr Gas. Wir kommen zunächst recht gut voran, müssen uns aber trotzdem beeilen, damit wir die Show nicht verpassen. Man musste sich im Voraus einen Zeitslot reservieren. Google Maps navigiert uns dann immer tiefer ins Nirvana, bis es dann irgendwann gar nicht mehr weitergeht. Schaut eigentlich nicht so aus. Mit einem Adventure-Roller wäre es vielleicht gegangen, aber so müssen wir dann doch umdrehen und einen riesen Umweg fahren und kommen dann natürlich viel zu spät an. Gott sei Dank geht die Show dann irgendwie auch viel zu spät los und dann hat es wieder gepasst. Los geht's mit einer Einweisung und ein paar Dingen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Dann beginnt auch schon der coole Teil, und zwar die Fütterung der Elefanten. Der Baby-Elefant ist natürlich eins der Highlights. Oh, das Bein klemmt da an dem Zahn. Oh, oh, es wird gepeitscht. Dann versucht er dem Ding die Schlappen zu klauen. Echt? Die Elefanten so nah sehen zu dürfen, ist für mich ein absolutes Highlight unserer Reise und die Tiere haben mich nachhaltig begeistert. Ich finde es ziemlich schade, dass die Tiere keine Möglichkeit mehr haben, in einer natürlichen Umgebung zu leben. Aber immerhin wird sich in dem Sanctuary gut um die Tiere gekümmert und ein Leben ohne Tierquälerei ermöglicht. Nach unserem Besuch bei den Elefanten fahren wir mit unserem Roller noch an einem der schönen Strände vorbei. So, jetzt sind wir hier angekommen am Banana Beach. Hier ist ein bisschen versteckt, wie man sieht. Oh. Schauen wir mal, ob sich die Reise gelohnt hat. Der Strand war auf jeden Fall die Anfahrt wert. Der Himmel ist zwar etwas bedeckt, aber es sind fast keine Leute da, der Strand ist mega schön und man konnte perfekt entspannen. Leider ist es auch schon unser letzter Tag in Phuket und so reisen wir am Abend wieder zurück in die Hauptstadt des Landes. Zurück in Bangkok haben wir noch einen Tag Zeit. Wir schauen uns noch ein bisschen die Stadt an, unter anderem den Tempel Wat Arun.
Das Tempelgelände ist sehr weitläufig und man kann hier auf den sogenannten Prang hochspazieren. Das sind diese großen Türme. Natürlich gibt es auch wieder viele goldene Buddha-Statuen zu bewundern. Nachdem wir genügend goldene Buddha-Statuen gesehen haben, machen wir noch eine Rundfahrt durch die Kanäle von Bangkok. Was viele nicht wissen, ist, dass Bangkok so ein bisschen wie Venedig ist und es hier sehr viele Kanäle gibt, auf denen man rumfahren kann und die Häuser und Gärten der Leute anschauen kann. Was ich sehr interessant fand, waren die Motoren der Longtailboote. Ich schätze, das sind Motoren aus Autos oder Pickups, die dann kunstvoll auf die Boote geschraubt werden. Wir kommen noch an weiteren Kuriositäten vorbei, wie zwei riesige Buddha-Statuen. Schau dir das an. Und einer Riesenechse. Die Bootsfahrt ist auch schon unser letztes Highlight aus unserem Urlaub. Für uns geht's wieder zurück nach Hause. Wir sind sehr froh, dass wir die Reise machen konnten, denn wir haben viel erlebt, viele coole Leute kennengelernt und viel über das Land und die Kultur gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video.